Freunde des Handpumpenbaus, schön, dass ihr zu mir gefunden habt. Heute möchte ich mit euch ein Auge bauen für eure Handpuppe, beziehungsweise euch dafür einen Anreiz geben. Als erstes möchte ich euch die Materialien vorstellen, die ihr dafür braucht. Das wäre zum einen Bastelfilz in Schwarz und in einer beliebigen anderen Farbe. Ich habe hier Hautfarbe liegen. Dann braucht ihr Klebepunkte. Optimal wäre weiß, ich habe nur schwarze leider, deswegen habe ich hier schwarz liegen. Optimal wäre etwas Sandpapier in der Körnung 1000, muss aber nicht sein. Ein Lineal idealerweise aus Metall, eine Schere, eine sehr scharfe Schere in der Möglichkeit auch, ein Cuttermesser, einen Plastiklöffel und eine Heißklebepistole. So, als erstes legen wir die Materialien beiseite, die wir erstmal nicht brauchen. Das wäre das hier alles. Und als nächstes nehmt ihr erstmal euren Plastiklöffel. Diese Plastiklöffel, das sind diese Eimerlöffel, die ihr von Suppenpartys und so weiter alle kennt. Die schmeißt man nach einmal benutzen leider weg. Diese bekommt ihr eigentlich in diversen Supermärkten für, ich habe letztens ein Angebot gehabt, da habe ich 20 Löffel für 50 Cent, unter 50 Cent bekommen. Es gibt allerdings auch teurere. Ihr müsst gucken, welchen Löffel ihr bevorzugt. Es gibt verschiedene Qualitäten, es gibt auch verschiedene Formen. Von daher schaut einfach mal, was euch am besten gefällt. Ich habe jetzt hier diesen Löffel mir mal ausgesucht, weil ich davon diverse Löffel über habe. Und als erstes mache ich den Griff von diesem Löffel ab. So, zack, das brauchen wir nicht. Jetzt nehmen wir unsere Schere und schneiden die Überstände, die hier zu sehen sind, schneiden wir weg und machen hier noch eine schöne Rundung hin. Beim Schneiden müsst ihr ganz vorsichtig sein. Es kann sein, dass der Löffel bricht, aber das ist ja nicht schlimm, weil es sind ungefähr 20 Stück in dieser Packung. Das Ganze krümmelt auch ganz schön. Ihr solltet das nicht unbedingt im Bett machen, weil sonst schimpft die Freundin oder der Freund. Wenn das Gröbste weg ist, dann könnt ihr euer Cuttermesser nehmen und auch noch ein bisschen da dran arbeiten an diesen Überständen. So. Wenn ihr so wie ich meistens Puppen baut, die ein Fell haben, dann ist es nicht weiter tragisch, wenn noch diese Kanten etwas zu sehen sind. Ansonsten solltet ihr wirklich darauf achten, dass alles glatt und sauber ist, dass die Kanten schön geschliffen sind, beziehungsweise dass hier eine ordentliche Rundung entstanden ist. So, als nächstes würde man oder könnte man das Ganze dann abschleifen mit dem 1000er Schleifpapier, damit kein Glanz mehr ist. Es ist vor allen Dingen für die von euch interessant, die Filme machen wollen mit ihren Handpuppen. Dann geht ihr mit dem Schleifpapier einfach drüber. Achtet drauf, dass es nicht schon so wie hier, weiß nicht, ob man das sehen kann, ja, kann man gut sehen, dass es nicht zu doll abgenutzt ist, das Schleifpapier, weil sonst gibt es tiefe Riefen. Was heißt tiefe Riefen? Aber man sieht es schon, wenn man mit benutztem Schleifpapier über einen Löffel drüber geht. Also schön sauber. Und das Ganze dann einmal abschleifen, damit der Glanz weg ist. Ihr müsst das nicht machen, aber es sieht halt schöner aus. So, soll erstmal soweit reichen. Ich will es ja nicht übertreiben. So, das ist jetzt erstmal fertig. Das legen wir jetzt erstmal zur Seite. Als nächstes braucht ihr euren schwarzen Bastelfilz und das Lineal. Ich muss jetzt hier mal ein bisschen rübergehen,
weil ich das Stativ sonst im Weg habe. So, und dann schneide ich von diesem Bastelfilz ungefähr 1 cm ab. Ihr könnt das auch mit einer Schere machen, ihr müsst das nicht unbedingt mit einem Cutter machen. Ich finde, es geht halt schön schnell mit dem Cuttermesser. Wenn ihr schneidet, achtet darauf, dass ihr wirklich einen möglichst flachen Winkel nehmt und keinen spitzen. Also nicht so schneiden, sondern wirklich sehr flach. Weil dann bekommt ihr auch eine saubere Schnittkante. Das Lineal dabei gut festhalten. Wenn ihr jetzt ein Plastiklineal habt, dann kann es sein, dass ihr von dem Plastiklineal etwas abschneidet und ja, dass das nachher dann nicht mehr schön gerade zeichnet. So, den schwarzen legen wir jetzt erstmal wieder beiseite. Das Lineal brauchen wir auch nicht mehr. Jetzt einmal kurz abmessen. Es soll an beiden Seiten etwas überstehen. Das heißt, hier schneide ich das ab. Schwupp. Das können wir für das andere Auge dann noch verwenden. Und dann nehmt ihr eure Heißklebepistole und tragt Heißkleber auf dieses Augenlid, was es jetzt werden soll, auf. Nicht zu dick, nicht zu dünn. Und dann je nachdem, wie ihr das Auge haben wollt, befestigt ihr das Ganze. Da war ich ein wenig zu langsam. Irgendwann noch mal ein bisschen Heißkleber drauf. Und am besten auch gerade abschließen lassen. Weil wenn Leute von euch filmen und ihr zoomt mit der Kamera wirklich nah ran, dann kann es halt sein, dass man diesen schwarzen Bastelfilz durch das Licht und durch diesen doch dünnen Plastiklöffel dann sieht. So, die Überstände, die schneide ich jetzt einfach ab. Die wollen wir ja nicht haben, ne? Schwuppdiwupp. Dann sieht das Ganze auch wieder ein wenig in Form aus. Und jetzt kommt der zweite Bastelfilz in eurer gewünschten Farbe. Achtet darauf, dass ihr, wenn ihr das, das Eilish, ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt gerade, wenn ihr das anbringt, achtet wirklich darauf, dass ihr da hier eine saubere Schnittkante habt. Sonst sieht das nämlich nicht schön aus. So, ich mache das mal einfach, weil das hier die Webkante ist. Passt, ja. Schneide ich einmal nochmal gerade dran lang. Nochmal zur Kontrolle vorsichtshalber. Es passt. So, dann kommt der Heißkleber. Knapp unter der Hälfte dieses Augenlides wird Heißkleber drauf gemacht und auch auf dem weißen Teil des Löffels, der jetzt noch eventuell bei euch zu sehen ist. Achtet darauf, dass ihr an beiden Seiten auch Überstände habt. Ihr könnt das Ganze auch so ein bisschen ziehen, um das in Form zu bringen. So, dann wird das Ganze umgedreht und ungefähr 1 cm vom Rand des Löffels abgeschnitten.